halbe Stunde noch. Fast fertig. Aber halt auch nur fast. Aber wir haben wohl jetzt, oder ist wieder die Kisscam? Wir müssen uns... Na, wir müssen gar nicht. Nee, ich wollte gar nicht sagen, wir müssen auf jeden Fall uns von Dennis noch einen 15-Minuten-Slot geben müssen vielleicht. Und noch so einen kurzen 15-Minuten-Slot, ja, so nach Gino Plus, wo wir dann schnell noch die Lösung raushauen. Oder während Gino Plus sogar. Während Gino. während er vorne irgendwie seinen Kram macht. Genau. Wir sind jetzt, immerhin haben wir einen weiteren Widerspruch aufgedeckt. Genau, oder? Ich hab auszusehen was Falsches schon eingetragen, weil ich dachte, das wäre vielleicht auch noch irgendwie relevant. Nee. Weil das ist auch noch, guck mal, ja, gut. Ja, ich dachte auch, das habe ich probiert, weil auch zu benutzen, dass sie quasi auch wieder so versucht haben, Kate Geld zu geben. Genau. Ja. Aber er sagt auch ganz klar: Ryan said, students aren't coerced or bribed in any way. Jetzt haben wir aber hier genau das gefunden. Was sagt er wohl dazu? Aha. So. Students aren't coerced or bribed in any way. Except Kate. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. Ooh, but so it was an incentive. That's all, a little encouragement. So how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment. Die Lüge wird immer neu umgebaut. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. Ach, jetzt also irgendwie erklärt, dass sie ihr Geld angeboten haben, assessment. Um Geld zu verdienen. Assessment also involved threshold testing, ja. Or was the money for something else? Okay, wofür war denn das Geld dann? Wir haben noch nicht mal ein neues Gesprächsthema bekommen. Jetzt die £500 mit dem Test, was? Mit welchem Test? Was, wo Test? Okay, jetzt die £500 mit dem Test. Ach so, okay. Test committed versus untested. Aber das haben wir ja schon probiert. Geh mal ganz auf den Check. Ist, was, hier. Das hier, oder? Na gut, ich kann es auch noch anders. Mit dem Check da unten? Ja, der Check hat leider dieselben 3 Points wie jedes Mal schon. Threshold testing, not tested. Wirfst du jetzt einfach nur Wörter in den Raum, oder? Die sagen halt alle das Gleiche hier gerade. So, Ryan gave Kate £500 to test her response. Das haben wir doch schon gemacht. Das haben wir doch alles schon. Ryan said, ja, das haben wir schon gemacht. That's all for the moment, thank you. Mir wird gesagt, ich soll den Chief of Police anrufen. Dann mache ich das. Ja, das warum hilft nicht? Immer. Wenn mir das gesagt wird, dann mache ich das direkt. Ja, wir haben jetzt, am Ende wird es nochmal knifflig, aber es sind irgendwie zu. Das kann doch nur, wir haben doch alles schon eigentlich, was man braucht. Und oh, jetzt geht's los. Ach du Scheiße, er redet echt viel. Thanks. Tell me what you know first, but this time I've got something to tell you. Really? Well, what I found out is that Simon was asked by Ryan to test Kate to see if she was good enough to become prime candidate. Prime what? Prime candidate. It's the best of the bunch. The best Atlas student. The prime candidate gets an instant job on a fantastic salary as soon as they leave the course. And how do they work out who's the best of the bunch? That's what I'm trying to work out. Well, that's very interesting. I'll tell you what I know, shall I? That name they used to trade under, Third Eye. Turns out they were investigated 3 years ago over an allegation of physical abuse. Torture, Jenks. Witness had puncture marks through both her hands. And Atlas weren't charged? Yeah, it's charged. The witness inflicted the wounds herself. Witness said it was something called threshold testing, whatever that means. Go figure, as they say in America. Can I ask the Rands about this? Well, there's no point. They won't tell you anything, and it'll just put them on the defensive. Just keep chipping away at them. Try and find out what this testing involves. That's the best thing. Get something on them, and you'll be in a better position. Right. Thank you, Chief. Das war jetzt aber wirklich nützlich. Also wir müssten, glaube ich, wirklich mit ihm telefonieren, damit wir diese Info kriegen. Mit dem kleinen... Dass das quasi schon zu Atlas gehört, ja.
Haben wir uns natürlich schon gedacht. Third Eye oder so. Es wurde uns ja sogar gesagt, ja. Ah, nee, okay, hier können wir nichts damit machen. Be back later on, unter okay. dem Punkt Autohypnosis at Atlas, Ryan gave $500 to test her response as part of her assignment. Ryan said students are untested. Irgendwas ist da noch, die sagen das alle im Chat. Ja, aber wir haben es doch jetzt wirklich mehrfach ausprobiert. Wir haben uns schon mal da blamiert, als wir das gesagt haben. Wir hätten es schon öfter versucht. Deswegen müssen wir es, glaube ich, noch machen. Ich hatte auch letztes Mal das Gefühl, dass wir Ich auch. Deswegen bin ich jetzt lieber ein bisschen ruhig. Ich glaube auch, wir haben das eigentlich auch schon gemacht. So, wir sind wieder. Autohypnosis at Atlas. Da hast du den Punkt. Ryan gave Kate $500 to test her response. Ach, da ist dieser neue Button. Hier ist quasi die neue Dings hinzugekommen, die ich eigentlich hier unten erwartet hätte. Boah, okay, das ist aber... Das ist es. Das ist aber frech, oder? Okay, jetzt ist aber auch egal. Jetzt müssen wir eh hier hin. Danke, lieber Chat. Das war ein guter Tipp. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was willing to be Schnaps prime candidate. Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference! Oh, yes, he's off. If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Oh, das war aber jetzt, da hat er sich selbst in die Scheiße geredet jetzt. Hätte er einfach mal die Fresse gehalten. And still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death. But I wonder if the man protests just a little too much. Wir sind vom Pub, das heißt, wir sollten mal im Restaurant gucken. Einmal zumindest einmal, bis letzte Stunde. Einmal nach links gehen. Zack. Leer. Ich mach das jetzt immer. Ich werde da nie mehr reingehen, ohne da nicht hinzugucken. A few more questions, please. Did you know Kate Vine was a prime candidate? No. No. Thank you. Probably be back later. Das war nicht hilfreich. Kennt der Kiffer Kate? Ja. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder bei Paul. Nee, egal. Den brauchen wir auch. Things, warum nicht, ne? Oh, da sind... Ja, ich dachte mehrere, aber ist nur eine einzige Sache. Na gut. Was Kate a prime candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do, Inspector. So you don't force them into being tested? No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance? No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Ich glaube ja nicht, dass Simon da wirklich was gemacht hat. Ich glaube, er hat es genauso gelaufen, wie er es gesagt hat. Thank you. Frage ist, wer ist dann verantwortlich? Also wenn alles so läuft, alles so gelaufen ist, wie gesagt, dass die Studenten dazu bringen, dass sie sich selbst gegenseitig testen und da ist halt irgendwas eskaliert und schiefgelaufen. Ist schon die Frage, wer dann überhaupt verantwortlich ist, ja? Okay, hast du eine Idee? Ja, ich bin gerade völlig verwirrt, weil dieser Paul mich ein bisschen an diesen einen Typen erinnert, von dieser einen Doku-Serie, der sich am Ende... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe vergessen, wie das heißt. A few more questions, if you don't mind.
Na gut. Thank you. Probably be back later. Das war nichts. Ah, es ist ja 12. Also, ja, das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall nochmal über lang gehen. Genau, geht auf jeden Fall auch nochmal links laufen. Jetzt. Wo? Hier? Nach vorne mal nicht. Falls ah, sie ist leider nicht mehr da. Die kommt wohl nicht mehr, die Verrückte. So. Dem haben wir auch schon geredet. Mit der haben wir auch geredet. Gehen wir ruhig nochmal hier lang. Da. Das ist so komisch, oder? Diese Ecke. Da haben wir einmal den Zettel gelesen. Na gut. Okay, dann fragen wir sie jetzt. Wir haben noch eine Contradiction bei Paul. Aus dem Chat. Jetzt kommen sie plötzlich überall. Do you know whether Kate was in the running to be prime candidate or not? I don't, but I do think she would have been chosen. Just because she was, you know, Kate. You didn't discuss it with Kate? No. No, she never talked about Atlas. Na gut. Das ist halt. That's all for the moment. Thank you. So, jetzt wird mal Tacheles geredet. How do you du think you should have reacted eventuell? Oh. Found out that Kate wie sag ich jetzt einfach? Is that... Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. You know, she's a bit flaky, to be honest. She's just not really prime candidate material. Mm-hmm. Be gut. Back later on, if that's okay. Ich hatte irgendwas bei Paul. Okay, okay, okay. Keine Hektik. Nö. Wir sind doch schon so nah. Moment, kurz mal gucken, wie weit wir... 93%! Uiuiui, Viertelstunde haben wir noch. Jetzt wird's echt eng. Questions, if that's okay. Wo sind wir gerade? So, 93%. Jetzt sind wir bei Paul. Okay. Kein Thress... Genau das. Und CD im Mirror Room. Das ist Threshold Testing? Ja. Ah, okay. Hätte ich nie rausgekriegt. You say you don't endorse... Threshold testing, that's the phrase, isn't it? Yes. Except you do, Paul. Because you told me that the students use that CD in the mirror room. I've listened to that CD, and it very clearly mentions threshold testing. You keep batting this away, Paul. We don't really use hypnosis. The students aren't really tested. But I am this close to launching a full-scale investigation. Look, we get a kickback from these students, and they have to be exceptional. Of course we have to test them. That doesn't mean we do anything illegal. What do you think we do? Bump off the ones we don't like? Well, that depends on how far you push them, doesn't it? Well, we certainly don't kill them. Nobody here wanted Kate dead. I'm sure they didn't. But what do you expect, Paul, when you put students under that much pressure? She was a very, very valuable student. She was worth a lot to the business. Really? And how much would that be? Well, if you really want to know, 50 grand. Oh. She was worth 50 grand. Yes. What, you were selling her? Of course we were selling her. You don't get this, do you? We make perfect employees. Month after month, that's all we do. What do you mean, perfect employees? What big business needs, Inspector, more than anything else, is none of this altruistic, goody-goody crap. What we look for is people with ambition. No ethics. Push. Greed is good. All right? We don't deal with all this comfort stuff. The survival of the fittest, that's all there is. There's no higher purpose, no big plan. There's nothing at the end of the rainbow, except what you have and you can enjoy in the here and now. And what do you enjoy now, Paul? You're gonna have to excuse me. Inspector, I'm a very busy man. I've got work to do. I'll see myself out. Der könnte. Ja, gut. War gerade bei Ihrem Vater. Ich verklage euch alle, ihr Schweine. Shut the gate on your way out. Vielleicht lasse ich es offen.
geil aus gemacht hat. Super Spy. He's a policeman. We can't just get rid of him. Sort this. You man up and you sort it tonight. Oh, oh, oh. Jetzt erstmal ein Cognac. Mach irgendwas kaputt. Er sucht, siehst du, er sucht sein Glas. Ah, Kyle. Kyle? Kyle ist also das Problem. News team assemble. That doesn't sound good. Two totally morally bankrupt men are plotting to get rid of me. It's midnight. I don't have any backup and I don't even have a mobile phone. This is potentially quite bad. What's Kyle got to do with it? I think I might make my way over to Atlas while Ryan isn't there. Ja, oder du rufst kurz nochmal an und gibst eine Nachricht an deinen Chef vielleicht? Na gut. After midnight steht da schon. Ja, dann geht das natürlich nicht. Jetzt bin ich ja gespannt. Noch ein bisschen. Ah, okay. Jetzt werde ich mich hier einschließen lassen. Damn. I suppose it was too much to hope that Ryan had left the place open. Haben wir noch einen kleinen Schlüssel? Ja, ich habe den Schlüssel, genau. Den werde ich jetzt auch probieren. Drop Keyring ist es nicht. Jetzt ist es langsam echt spannend gerade. Komm, komm, komm. Oh. Okay. Ja, scheiße! Wir müssen da irgendwie reinkommen. Geh durch den Wald. Ja, du meinst durch die zwei Wege, die wir hier haben. Mehr ist nicht. Soll ich durchs Wasser schwimmen? Nee, aber da passiert bestimmt. Ja. Psst. Ja. Prove to me that you're man enough to do this, Kyle. And then you can deal with that ridiculous police inspector. What the hell? Scotland Yard. Ich kann alles erklären. Hello, Ryan. Hello, Inspector. Und der versucht dir immer noch abzustechen. Inspecting. So, come on. Der hat's aber nicht gecheckt. I don't think. Hallo, Polizei anwesend. You can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Kyle. Drop it! Drop it. Da. Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Well, please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Now look, Inspector, I know what you're trying to do. I know what you're thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday afternoon. Shut off, Simon! Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Well, a knob of butter has more chance of becoming prime minister. Oh, wait. So are you telling me that Simon killed her? Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? Any more likely than you, Ryan. Und auch noch mit diesem kleinen Messerchen. Nur nicht mal ein richtiges Messer, du Lappen. Ja. Pig! Pig vor allem. Bam! Boah. Für Pig würde ich ihm aber auch eine Schelle geben. Mann, das war doch nix. Das war eine Ohrfeige. Da musst du mit dem Messer direkt ins Auge. Wenn jemand dich Pig nennt. Nein, das nicht. Aber das ist ein Spiel. Und da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Gewalt gewünscht. Und sie befragen wir jetzt nicht, ne? Sie geh einfach geh mit deiner Maske in den Wald, wir sehen uns nie wieder. Ich schicke ihnen dann, ich hänge ihre Einladung, schicke ich dann hier an diesen Baum. Können sie sich hier abholen.
Das ist ja verrückt. Er ist ein schlechter Polizist. Er ist einfach schlecht. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie wollten... Was denn? Das war so ein Voodoo-Akt oder was? Naja, sie versuchen halt den einen dann immer dazu zu bringen, irgendwie den anderen... Ich meine, er hätte sie jetzt wahrscheinlich umgebracht, auch ja, wenn es nicht danach aussah. Ach, das ist die Truck. Oh, deutlich über uns drüber. Mir macht das nichts aus, ich bin mega stark. So. Die checken halt, wer ist hart genug, wer hat keine Moral. Ja. Und deswegen ist auch Simon kein Prime Candidate, weil er eben Moral hat. Und das ist es eigentlich schon. Die machen irgendwelche Terrorsachen mit denen und versuchen rauszukriegen, wer der assigste, unmoralischste von denen ist. Und denen verkaufen sie dann. Dafür kriegen sie Cash. Moment. Dem können wir nicht mal sagen, dass irgendwie... Da. What would you say if I said it's been suggested that you were seen walking home with Kate after Atlas last Friday? What? By who? By whom? The same person who suggested that you wanted Kate out of the picture because you found out she was in the running to be prime candidate. Who said that? Just a question. I didn't think I was in the running. It was Ryan, wasn't it? I am in no position to say. It was Ryan! Simon, calm down. No, I can prove it. Kate's driving license, give it to me. Why? Oh. Kate's driving license, please. Gut. See that pattern on the tape there? Let me show you something. See this pattern? Not like that. It's the same pattern. This has come from the same roll of tape as this. So there's only one person has taped like that. Ryan. He gave me this piece of tape when I was in his office once. Why has Kate's driving license got a piece of Ryan's tape on it? I have no idea, Sam. Where did you find it? Oh, by the lake. Das war doch vorher nicht da dran. Piece, isn't it? Ryan was testing her. He was doing a boundary test to see how much she would do, how far she would go. Schnitt-Tape auf Führerschein. To be a prime candidate. But it all went wrong. Okay. It's one of the things we do at the course, right? You give something that's important to you to someone else, then they go and hide it somewhere. It's to teach you to not be bothered when you lose something that's important to you, all right? Kate gives her driving license to Ryan. Ryan goes and hides it somewhere down the lake. Kate finds out, she goes down looking for it, probably drunk, and she falls in. I'm afraid I find that a bit far-fetched, Simon. It makes perfect sense if you know anything at all about how Atlas works. But Simon, if you got the tape from Ryan, Kate could have got it from him. He told me he doesn't lend it out. He lent it to you. But I didn't kill her! Do a lab test on the card! His DNA will be all over it. And what if yours is all over it? It won't be. I didn't kill her. I'm sorry. Just give me a minute. I need some painkillers. Aha. Opium. Auch süchtig. Auf jeden Fall. Nee, der haut ab. Jetzt tap, 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 hört man ihn rennen. Und ins Auto. Tap, 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 tap. Wie bei den Simpsons immer, ne? Nur eine, geben Sie mir nur eine Sekunde. Der will jetzt Ryan umbringen wahrscheinlich. Der Kommissar? Nee, der Simon. Ja, wäre aber geil, wenn der Kommissar das machen würde. Gehen wir automatisch gerade, oder? Where did he go in such a hurry? Is he trying to act as suspiciously as possible? Ja, gehen wir mal kurz an den Fluss. Jetzt ist er echt abgehauen, oder was? Wie schlecht war das denn? Ja, ich muss mal kurz da hinten... Schmerztabletten holen. Kurz Schmerztabletten holen. Sie können ja hier warten, Herr Kommissar, der mich gerade sehr doll verdächtigt. Ich gehe nur kurz... Was? Nein! Nein, wir können doch jetzt nicht aufhören. Nein, Regie, das ist eindeutig das Ende! Jetzt ist es kurz zum Ende. Echt, Regie? Bei 96% wollt ihr uns abbrechen und es geht nicht anders. Nein. Oh Gott, das geht nicht anders. So unglaublich. Da müssen wir wirklich noch mal 15 Minuten, halbe Stunde vielleicht. Halbe Stunde ist zu lang.
Dann reden wir nochmal darüber am Ende. Mann, wir sind doch wirklich kurz vorm Ende. Aber gut. Wollen die wirklich mit Dosenbeats unbedingt pünktlich anfangen? Haben die das gesagt? Tatsächlich, ja. Scheiße. Na gut. Das macht alle sagen aber spannender. Im Chat auch nein, nein, ja, nein. Ne? Aber es ist kein Wunschkonzert hier. Wir haben feste Pläne, Ablaufpläne, die werden kategorisch eingehalten. Was steht denn jetzt die Kisscam an auf dem Ablaufplan? Ich habe keine Ahnung, warum die... Wie, was wollt ihr denn mit eurem Küsschen? Wollt ihr uns testen? Wo kam denn das her oder was? Wir haben uns schon einmal rumgemacht. Ja, aber die haben die Kisscam und deswegen müssen sie die jetzt einsetzen. Also, das war's vorerst. Wir werden auf jeden Fall noch, oder? Auf 100%. Ich möchte es auf jeden Fall zu Ende bringen. Das geht jetzt hier nicht mehr. Irgendjemand wird einen schweren Unfall haben und sich ein Knie brechen und dann wird ein Slot frei von ungefähr 20 Minuten. Also Gino eigentlich der Einzige, der einen Slot in der Länge hat, in der wir ihn brauchen. 5 Minuten geht Gino Plus immer. Vielleicht werden wir einfach mit Gino. Scheiße, echt nur 5 Minuten? Ja, wir können... Alle Gino Plus Slots, jede Stadt Moin Moin oder so. Wir treffen uns, machen Moin Moin und spielen das Ende von Contradiction zu Ende. Das doch mal. Geil. Hier. Also. Ich fand's euch besser. Ich fand's so besser, wenn ich man auch. Ich hab's ja nochmal nicht getroffen. Das war's. Tschüss. Das war's. Tschüss.